Pink, über 5 Meter groß, die bessere Hälfte von unserem blauen Lieblingsriesen Hagiwagi und wahrscheinlich Poppys beste Freundin. Ihr wisst alle, um wen es geht. Kissy Missy. Sie ist wohl eine der wenigen freundlichen Bigger Bodies und hilft uns nicht nur einmal im Laufe des Spiels. Lass uns heute etwas genauer in Kissys Geschichte eintauchen. Bevor wir jedoch anfangen, lasst dem Ganzen gerne ein Like und ein Abo da. Es hilft meinem Channel und ihr bekommt den besten Lore-Content auf YouTube. Und jetzt ab ins Video, bevor Kissy Missy noch sauber wird. Kissy ist wie Hagi, 5,40 Meter groß, sehr liebevoll gehalten und im Gegensatz zu Hagi in einem sehr strahlenden Pinkton gehalten. Ihre Finger sind zusammengenäht, sie hat lange, aber sehr dünne Arme und Beine, mit der sie sich recht langsam fortbewegt. Kissys Gesicht zieren große schwarze Augen mit langen Wimpern, die sie weiblicher darstellen. Ein breites und freundliches Lächeln darf natürlich auch nicht fehlen. Außerdem trägt sie eine kleine blaue Schleife um den Hals. Im Großen und Ganzen sieht Kissy fast identisch zu Hagiwagi aus, nur mit ein paar optischen und farblichen Veränderungen. Kissy wird von der Playtime Co. als Huggies liebevolles Gegenstück und bessere Hälfte dargestellt. Sie hat außerdem eine seltsame Art, jede Spielzeugsammlung zu vervollständigen. Für die Playtime Co. will sie das perfekte Gegenstück zu Hagiwagi, denn kein anderes Plüschtier kann so lieben wie Kissy Missy. Für Kissy sind auch Regeln sehr wichtig, denn sie achtet laut der Digital Collectible Campaign sehr darauf, dass diese auch eingehalten werden. Und sollte man gegen eine dieser Regeln verstoßen, wird Kissy sich nicht zurückhalten, diejenigen zu bestrafen, die diese Regel missachtet haben. Sie scheint also sehr genau auf diese Dinge zu achten. Ihre freundliche Art behält Kissy im Gegensatz zu den anderen Bigger Body Experimenten aber bei, denn sie hilft nicht nur uns, sondern auch Poppy, was dafür spricht, dass Kissy sich nicht wegen des Prototypen geändert hat. Sie ist sogar sehr hilfsbereit und will das Ganze, was passiert ist, beenden. Kissy hat aber auch eine Seite, die sie während der Hour of Joy zeigt. Sie tötet hier mehrere Mitarbeiter gnadenlos, die sie zur Playcare begleiten. Sie ist somit rücksichtsloser als Hagi, wobei sie am Ende wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt, was zeigt, dass sie sich nicht an der ganzen Hour of Joy beteiligt hat. Kissy ist auch etwas melancholisch veranlagt, was man in der Home Sweet Home sehen kann. Man merkt hier richtig, dass sie schreckliche Erinnerungen an diesen Ort hat. Kissy hat eine sehr facettenreiche Persönlichkeit, wobei ihre freundliche und liebevolle Art sehr dominiert. Kissy Missy wurde 1985, ein Jahr nach Hagiwagi, erfunden und ist somit ein Jahr jünger wie Hagi. Es wird viel spekuliert, ob Kissy nur erschaffen wurde, weil Hagiwagi so beliebt war und die Playtime Core ein weibliches Gegenstück zu Hagi brauchte, um die Popularität noch einmal zu steigern. Das Ganze ist eine sehr gängige Marketingmethode in vielen Bereichen. Im Winter 1991 wurde dann das Bigger Body Experiment Kissy Missy erschaffen, wobei Kissy die meiste Zeit im Lager B verbrachte. Am 8. August 1995 änderte sich dann aber einiges, wie man auf einem Videoband von diesem Tag sehen kann. In diesem Band heißt es anfangs, dass das Band von einem Dritten bearbeitet wurde. Kissy wurde an diesem Tag auf einen der Güterzüge verladen und sollte nach Plan in die Playcare verlegt werden. Auf dem Weg dorthin beschleunigte der Zug. Sekunden später begann die Hour of Joy und hier wurde Kissy kurzzeitig vom Prototyp beeinflusst. Sie schlug zwei Mitarbeiter nieder, die sie anfassten und verfolgte einen anderen, was hier nochmal ihre gnadenlose Art widerspiegelt. Da Kissy aber um 11.14 Uhr wieder an ihrem ursprünglichen Ort war, kann man sie blutüberströmt und mit Leichen umgeben sehen. Kissy streifte nach der Hour of Joy durch die Fabrik, um später nach uns zu suchen. Ihre hilfsbereite Art zeigt Kissy das erste Mal im Kart-Korridor, als sie die Tür öffnet und danach wieder in der Dunkelheit verschwindet. Man könnte hier auch denken, dass Kissy hier etwas vorhat, aber wir sehen sie hier erst in der Playcare wieder, wo man richtig merkt, dass hier viel passiert sein muss. Sie sitzt in einem Zimmer mit Bildern und einem Bild in der Hand. Wer genau das Mädchen auf diesem Bild ist, kann nicht genau gesagt werden. Aber wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich Kissy in ihrer menschlichen Form ist. Was genau Kissy hier durchmachen musste, ist leider nicht bekannt. Aber man weiß, wie sehr die Kinder gelitten haben, die für die Bigger Body Experimente ausgewählt wurden. Nach all diesen Jahren sieht man immer noch Kissy ihre Unsicherheit an, die sie wahrscheinlich schon als Mensch hatte. Wobei ihre Haltung später auch sehr auffällig ist. Nach der Home Sweet Home bekommen wir Kissy das erste Mal etwas feindseliger zu Gesicht. Dank Poppy lässt sie uns aber gehen. Und hier wird klar, dass Kissy und Poppy eine tiefere Bindung zueinander haben müssen. Denn sie hilft Poppy bei ihrem Plan, den Prototypen zu besiegen. Im Fahrstuhl nimmt Kissy eine Haltung an, die wir schon einmal gesehen haben. Was wie eben erwähnt auf ihre menschliche Form hinweisen könnte. Kissy wirkt unsicher und scheint eine Menge Angst zu empfinden. Kissy hilft Poppy am Ende, den Fahrstuhl nach unten zu bewegen und soll später nachkommen. Sie wird in einem Kampf verwickelt gegen einen unbekannten Gegner. Was genau mit Kissy passiert ist, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht. Weiterhin ist auch sehr wenig über Kissy bekannt, was sich hoffentlich im nächsten Chapter noch ändern wird. Das, Freunde, war die Story zu Kissy Missy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch gern, welche Geschichte ihr als nächstes hören wollt. Und schaut euch doch gerne das Video zu Hagi oder Poppy an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.